Herzlich willkommen bei Zum Fachwirt. Mein Name ist Jasper Quast und in diesem Video geht es um den Businessplan. Woraus besteht er? Wozu wird er überhaupt benutzt? Das erfahren Sie in diesem Video. Viel Spaß! Bevor wir uns die einzelnen Bestandteile anschauen, die ein Businessplan typischerweise auszeichnet, stellen wir uns erstmal die Frage, wofür brauchen wir den überhaupt? Wenn wir eine Firma gründen möchten, in den allermeisten Fällen brauchen wir Fremdkapital. Wir müssen irgendwie Geld für die Gründung auftreiben. Außerdem müssen wir natürlich auch ein bisschen schauen, ist das eigentlich nur eine Traumtänzerei, die wir haben? Können wir das wirklich machen? Ist die Idee, die wir haben, macht das Sinn? Und um eine Struktur zu haben, ja, und um auch andere Menschen überzeugen zu können, weil nichts anderes ist ja, wenn man eine Finanzierung braucht, wenn man zur Bank geht, man möchte den Bankberater überzeugen. Ich brauche einen Kredit. Wie kriege ich den dazu, dass er mir diesen Kredit auch gewährt? Und da kommt der Businessplan ins Spiel. Das heißt, ihr könnt schon mal festhalten, ein Businessplan ist ein externes Präsentationsmittel, aber auch wichtig für die Strukturierung der Geschäftsidee. Wir gehen jetzt mal im Schnelldurchlauf erstmal durch, woraus er besteht. Aus der Geschäftsidee, der Marktanalyse, der Standortanalyse, einer Marketing- und Vertriebsstrategie, ganz wichtig. Organisation, die Rechtsform auch überhaupt, die Finanzierung und am Ende den Chancen und Risiken. Also, gehen wir mal einzeln durch. Die Geschäftsidee. Was will ich anbieten? Was ist mein Angebot? Ja, das kann ganz einfach sein, ich verkaufe Brötchen. Man kann es ein bisschen ausdifferenzieren, das ist natürlich gleich viel besser, wenn man jemanden überzeugen möchte. Das heißt, wenn es die Aufgabe wäre, man soll einen Businessplan machen eines Bäckers oder so, dann schmücken Sie mal ruhig schon ein bisschen aus. Ja? Gesunde Bio-Vollkornbrötchen, knusprig. So, man muss ein bisschen fühlen. Ja, ein Bankberater ist ja, gut, man stellt sich vielleicht einen grauen Menschen vor, aber das ist dann vielleicht die besondere Herausforderung, die man da hat. Dass man das Ganze mit Leben füllt. Und das Unternehmensziel, also warum gründe ich überhaupt, was strebe ich an? Mit meinem Bäcker bleiben zum Beispiel, ich möchte die besten Bio-Vollkornbrötchen in Buxtehude verkaufen. Also ein bisschen auch eine Vision vielleicht. Marktanalyse. Ich analysiere den Markt. Wer und wo sind meine Kunden? Ist es überhaupt sinnvoll, so einen Bio-Bäcker in Buxtehude aufzumachen? Ich kenne mich da nicht aus. Vielleicht gibt es eine wohlhabende Öko-Gegend. Da wäre es sehr sinnvoll. Wenn ich jetzt eine Marktanalyse mache in irgendeinem, ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber irgendeinem Kaff in Brandenburg oder so, da könnte das dann schon schwieriger aussehen. Ja? Wie ist die Branche aufgestellt? Ja, da könnte ich dann beispielsweise schauen, wie sind denn die anderen Bäcker? Nein, das wäre dann schon die Konkurrenzanalyse. Wie ist die Branche generell aufgestellt? Ja, das heißt, ich schaue ganz grundlegend, wie Bäckereien an sich in Deutschland agieren und funktionieren. Ich mache eine Branchenanalyse. Ich mache eine Standortanalyse. Nächster Punkt. Ist sehr wichtig, gerade wenn wir jetzt im Bereich Bäckereien bleiben möchten. Natürlich ist der Standort da essentiell. Habe ich eine Bäckerei in einem Wohnviertel, wo morgens und nachmittags zum Beispiel zur Arbeit und von der Arbeit wieder zurückkommen? Ja, mache ich zum Beispiel eine Bäckerei direkt an einer Schule auf? Auch super. Ja, da sind Menschen im Umlauf. Das ist wichtig. Ja, gerade wenn man sowas wie eine Bäckerei machen möchte, wenn Sie jetzt einen Online-Handel aufmachen möchten, da wäre dann beim Standort zum Beispiel wichtig, ist eine große Poststation in der Nähe. Ja, wie gut ist die Stadt ans Autobahnnetz angeschlossen, damit es dann von da aus in die Welt gehen kann, solche Geschichten. Das Potenzial des Standortes auch, ja. Da müsste man sich dann auch irgendein Geschäft ausdenken. Man könnte beispielsweise sagen, das Potenzial des Standortes Berlin ist noch lange nicht ausgeschöpft, denn der Zuzug geht ununterbrochen weiter. Ja. Marketing und Vertrieb. Das heißt, wie bewerbe ich mein Produkt und wie bringe ich es an den Mann? Das mache ich zum einen über die Preise. Ja, und das hat sowohl eine werbende Funktion. Also teure Preise können zum Beispiel auch gute Kunden anlocken, niedrige Preise können auch viele Kunden anlocken. Und ja, natürlich direkt mit dem Vertrieb, mit dem Verkauf zu tun. Die Werbung muss ich planen. Und wenn ich jetzt den Vertrieb selbst als Unterpunkt nehme, da stellt man sich dann so Fragen wie, in welchem Gebiet? Ja,
Mache ich das regional, mache ich es national, mache ich es international? Weitere Fragen könnten sein, welchen Kanal benutze ich? Das heißt, vertreibe ich direkt oder indirekt? Mache ich also eigene Verkaufsflächen direkt? Oder mache ich es indirekt, weil ich zum Beispiel die Brötchen lieber so backe und andere Bäckereien beliefere? Und der letzte Punkt, die Menge, hat natürlich auch einen Einfluss darauf, wie man das Marketing und den Vertrieb organisiert. Wenn ich gigantische Mengen produziere, weil ich eben andere Bäckereien beliefere, dann mache ich ein anderes Marketing und dann mache ich einen anderen Vertrieb, als wenn ich nur eine eigene kleine Bäckerei habe. Das ist einfach ein Unterschied. Die Menge hat einen großen Einfluss darauf. Die Organisation, da geht es vor allem um die Aufbau- und die Ablauforganisation. Das heißt, wie strukturiere ich das Unternehmen? Das ist jetzt bei kleineren Gründungen vielleicht nicht ganz so wichtig. Aber wenn man zum Beispiel 10 Angestellte hat, dann muss man sich schon sehr genau überlegen, wie die einzelnen Prozesse, die stattfinden und wie der Aufbau, gerade was die Hierarchien angeht und so weiter, dass es da eben nicht zum Chaos mit den Mitarbeitern kommt. Das ist sehr wichtig, dass die Organisation geklärt ist. Die Rechtsform ist vielleicht so mit eine der entscheidendsten Geschichten. Damit steht und fällt einiges, wenn sich zum Beispiel Gründer zerstreiten und so. Das heißt, vorher muss festgelegt werden, wer beispielsweise am Gewinn und Verlust wie beteiligt ist. Wer haftet? Sollen alle gleich haften? Soll niemand haften? Zumindest nicht über das Firmenvermögen hinaus. Das sind Fragen, die man sich darstellt. Auch die Kosten. Kosten einer Gründung. Bei einer GmbH muss man die 25.000 Euro Stammkapital erstmal aufbringen. Das wäre bei einer GWR beispielsweise nicht so. Ja, das können alles so Einflussfaktoren sein. Auch ob man zum Beispiel eine GmbH macht oder eine Personengesellschaft, was die Steuern angeht. Das sind so die Hauptpunkte, die man bei der Rechtsformwahl berücksichtigen muss. Dann auch extrem wichtig die Finanzierung. Da möchte ich einen Punkt, der hier in der Mitte steht, ganz besonders hervorheben. Der ist nämlich für die meisten Pleiten der hauptauslösende Grund. Und zwar, wenn nicht genügend Liquiditätsreserven zurückgelegt werden. Das heißt, wenn man mal ein paar Monate in Zahlungsschwierigkeiten kommt, das kann einem jungen Unternehmen das Genick brechen. Gerade wenn man dann eben nicht an Kredite rankommt. Ja? Stichwort Kredite. Eigenkapital und Fremdkapitalanteil. Ja, wir streben natürlich möglichst hohen Eigenkapitalanteil an, damit wir eben wirtschaftlich frei handeln können. Ja, dass wir nicht von Schulden erdrückt werden, sondern dass wir das, was wir verdienen, auch direkt wieder umsetzen können. Dann wird eine Kapitalbedarfsplanung gemacht. Also was brauche ich an liquiden Mitteln, um die ersten Anschaffungen zu machen? Ja, wenn ich Anlagen, Maschinen brauche, Miete, den ganzen Kram. Das ist der Kapitalbedarf, den wir am Anfang haben. Und dann natürlich eine Chancen-Risiken-Analyse. Man könnte auch eine typische SWOT-Analyse machen, ganz klar. Aber es ist natürlich wichtig zu schauen, was sind die Chancen, was sind die Risiken, die stellt man gegenüber. Und im besten Fall macht man das, weil man das ja nicht nur für sich selbst macht, das kann man ja auch so machen. Aber externes Präsentationsmittel, im besten Fall macht man es so, dass die Chancen die Risiken überwiegen. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Schauen Sie auch meine anderen Videos, drücken Sie auf Gefällt mir, abonnieren Sie auf jeden Fall den Kanal, denn ich werde auch weitere Videos hochladen. Und sollten Sie spezielle Fragen haben, können Sie jederzeit einfach schreiben. Ich mache gerne auch Videos, wo Ihre Fragen ganz speziell geklärt werden. Vielen Dank.